Hallo und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So, hier haben wir aufgehört, hier haben wir es trocken gelegt, dann wird es Zeit runter zu klatschen. Ja, ungefähr so. Und dann schauen wir mal. Ah, ein bisschen Wasser ist anscheinend noch drin. Das ist in Ordnung. Habe ich das nicht schon gescannt? Ein Sprachmemo. Das will ich mir jetzt am besten nicht anhören. Aber den Loot müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Wieder so ein Armband der Antiken. Ich glaub's ja nicht. So. Einmal tauchen. Das wird alles besser abgelassen. Naja. Ich sag normalerweise immer, ein bisschen Schwund ist immer, aber hier ist das Gegenteil der Fall. Ich schätze aber mal, dass wir relativ auf trockenes Gefilde demnächst stoßen. Noch nicht hoch, Aloy. Wir müssen doch hier runter. Jetzt dürfen wir hoch. So, dann haben wir einige Krokodile, Wächter, Gräber, was auch immer zu besiegen. Wir müssen sie nur finden. Die sind ja hier gerade rumgekreuzelt. Naja. Sehr wichtiger Datenpunkt. Ja, wo seid ihr denn? Hab mir doch die Mühe nicht umsonst gemacht. Auf der Rückbank ist bestimmt so einiges passiert bei dem Auto. Kann ich mir direkt vorstellen, dass da ein Baby gezeugt wurde. Oder Vergleichbares. Vielleicht wurde ja das Baby nicht direkt gezeugt, aber es wurde zumindest jede Anstrengung übernommen. Zumindest größtenteils. Ja, das wundert mich nicht. Die Maschinen sind definitiv zurückgelassen. Aloy, wieso willst du immer schleichen? Wir haben doch den Skill, nicht schleichen zu müssen. Ah, das sollte vielleicht erstmal scannen. Schwach gegen Feuer. Hast du ein Pech? Feuer frei. Ja, so viel Schaden macht das immer noch nicht. Da nehme ich doch lieber meinen guten. Au! Macht doch sowas nicht. Also manchmal kämpfen die einfach unfair. Mut! Also, Mut! Hoffentlich hält es dann auch länger. Wo bist du hin? Komm, gib mal Arsch. Ja, oder Rückenflosse. Boah, macht das Schaden. Boah, macht es Schaden. Aber nicht an mir. Nice. Kann ich den auch wieder abstellen? Nö. Ach, ich habe mein Steam-Overlay an. Ah, das muss ich wieder ausstellen. Das habe ich heute für meine Flight Simulator 2020 Aufnahme angemacht. Beziehungsweise nicht für die Aufnahme, sondern dass ich im Store was kaufen konnte. Da ich das Spiel auf Steam gekauft habe, braucht es beim, ja, Einkaufen im Marketplace eben das Steam-Overlay. Sonst geht da gar nichts. Und seitdem ist es an. Naja, hoffentlich kommen nicht so viele. So viele Leute habe ich gerade eh nicht in meiner Freundesliste mehr. Hoffentlich starten die nicht so viele Spiele. Ansonsten ist es halt so. Kommt eine Benachrichtigung, was soll's. Aber mein Mut-Ding war richtig stark. Ich wünschte, das hätte ich für einen Boss aufgehoben oder so. Was bist du? Ach so, wieder so ein verschleierndes Omen, wo man draufschießen kann und dann gibt's eine Rauchwolke. Ich erinnere mich. Okay, Ja. Poseidon ist dort entlang. Aber wo Bestimmt ist die direkt hinter Maschine? mir. Aloy, welch ein Wunder! Vorsicht! Nicht sterben! Warst du das? Hast du das Wasser gesehen? Ja, aber es gibt ein neues Problem. Das Ding ist uns im Weg. Das ist doch kein Hindernis. Aloy, ich habe einen guten Bogen. Lass mich das machen. Ja, es wird schwierig werden, so an die Glimmer zu kommen. Als die rauflustigen Abenteurer die Ach, halt Bestie doch die sahen, Maul. Halt das Maul. Wussten sie, was zu tun war. Was? Bist du verrückt? Sei still. Sie hat uns gerettet. Ja. Also gut. Ich mach das Ding kurz weg. Bleib zurück. Bleibt hier und feuert, wenn ich angreife. Haben die überhaupt Bögen dabei? Ein cooles Vieh. Oh. Ich find's sympathisch.
Ja, da hast du recht. Die Luft ist tatsächlich hier so schön atembar inzwischen. Aloy, stell dich nicht an, das schaffen wir. Auf zu dem Überhang. Ah, ich würde es vielleicht erstmal scannen. Scannen. Frostmunition könnte hier helfen. Na gut, du bist der Boss, hab ich nicht. Ah doch, hab ich. Schau mal hier. So viel zu helfen. Und hier ist noch der andere Bogenmodus ausgewählt. Au. Oh, ich könnte mein Reittier rufen. Oh, nicht. Kann's nicht betreten. Wie viel will das Ding noch überleben? Ja, ja, ich weiß, wir haben es hier noch kaum getroffen. Ich kann ausweichen. Was kannst du? Voll auf die Rückenflosse. Ja, hierfür wäre das Mutteil deutlich geschickter gewesen. Ja, ist ja gut, Aloy. Wir laden Mut einfach wieder auf, dann klappt alles. Ja, ja, keine Ausdauer. Ich verstehe das Problem. Aber wir können... Au! Arsch! War gerade beim Looten. Kommt schon Waffenausdauer. 9 Schaden gemacht. Das soll mir erstmal einer nachmachen. So, dann nehmen wir doch wirklich mal Frustpfeile, um den Kameraden ein bisschen zu verlangsamen. Wie komme ich da hin? Au. Au. Hör mal auf damit. Hör mal auf damit. Ja, Aloy, ich hab's verstanden. Das Ding macht Schaden. Au. Au. Stelle ich mich gut an? Ich hab's Gefühl, ich stelle mich gut an. Frier ein, du Schwein! Ja, lass mich mal hier. Du Flossenvieh! Du hast deine letzte Flosse versenkt! Oh, schön, zerstörbare Umgebung. Ich muss mal kurz schwimmen. Hoch mit dir, Aloy! Ach, scheiße. Ich wollte doch nicht ins Wasser. Wart kurz. Wart kurz. Nicht angreifen. Das wäre unfair. Auszeit. Okay. Doch nicht zurück ins Wasser, Aloy. Da haben wir keine Chance. Habe ich dir nichts beigebracht. Oh. Oh, 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 oh. Vielleicht hilft ja Springspeer hier. Na, ich habe zumindest getroffen. Das tut gut. Ja, würde ich auch sagen. Stirb. Stirb gleich zweimal. Voll ins Auge. Oder daneben. Nee. Steck drin. Ja, wir müssen mal... Oh, ach, ich bin schon wieder im Wasser. Wie ist das passiert? Ja. Hier, nimm mal deine Turtok-Kanone da weg. Endlich. Kann er nicht mehr diese Strele machen. Und jetzt konzentrieren wir uns mal auf den Schwanz. Habe ihn nicht getroffen, glaube ich. Ah, das treffe ich. Ist schon eine coole Waffe. Ich glaube, ich habe das Ding ein bisschen aggro gemacht. Mut. Ich war gerade in der Mut-Animation. Tja, das ist natürlich ein Gegenargument. Aber wir müssen trotzdem versuchen, den Kameraden hier zu treffen. Na, gleich ist er down. Auf deinen Schwanz! Erledigt! Ah! Habe ich gut gemacht. Aloy. Du hast ja, na klar! Diesmal sogar beim ersten Versuch. Bin ja gut gerüstet. So. Hier mit dem guten Zeug. Kann man noch was aufheben hier? Der hat doch so viele schöne Sachen fallen lassen. Dann nehmen wir die Heilpilze. Was ist das? Was ist denn das? Na los, meine Herren. Etwas Bewegung. Ja, bewegt euch. Ich loote derweil. Achso, ich habe ja gesagt, all der Loot gehört ihm. Ja, das war eine Lüge. Okay, da liegen ja ganz viele von den Teilen drin.
Die kann er gern haben, diese Holo-Projektoren. So, servus. Geht es euch gut? Mehr als nur gut. Das... Du... Wir haben's geschafft! Ich hab's geschafft. All die Glimmer, die wir uns nur wünschen konnten. Und das alles dank dir. Gern geschehen. Wirklich rührend. Aber wir können uns einfach... Also, schnappen, wofür wir hier sind und abhauen, bevor noch mehr von den Dingern auftauchen. Hey, hey, Scherbenzähler. Man wird sich wohl noch freuen dürfen. Der alte Typ ist etwas merkwürdig. Aber wir sollten wohl unsere Freundin mit dem Feuerhaar gehen lassen. Sie hat hier unten noch was zu... Und der eine glitscht ordentlich. Oh, stimmt ja. Brauchst du Hilfe? Nein, danke. Ab hier komme ich alleine klar. Ihr wärt mir nur im Weg. Wir bringen ein paar Glimmer nach oben. Ruf, wenn du uns brauchst. Ja, bestimmt. Danke. Ciao. Tür, Tür, Tür. Ich habe sie doch gerade noch gesehen. Wo ist die Tür? Da ist die Tür. Und sagt nichts. Ich habe doch extra nach ihr gerufen. So, ist da unten noch was Schönes? Ist hier was Schönes? Nein. Vielleicht kommen wir da später raus. Vielleicht tauchen auch wieder die... Ja, ja. Vielleicht tauchen auch wieder diese Space Avengers auf. Nee, keine Ahnung. Phasenite heißen die wohl. Phasenite. Irgendwie so. Na gut, dann den offiziellen Weg lang. Wenn ich hier schon nichts looten kann. Noch eine Tür, noch eine Tür. Und es geht tiefer runter. Gleich haben wir einen alten Tresorraum hier noch irgendwo, wo ganz viele Pokerchips drin liegen. Oder ganz viel Geld. Eine Konsole, um Zugriff zu erhalten. Ja. Irgendwann friemeln wir uns aber mal einen Laptop zusammen, dass wir uns da wirklich die Konsole sollte ich nutzen können. Mit SSH verbinden. Hi, Poseidon. Komm raus. Ich will dich nach Hause bringen, Poseidon. Zu Gaia. Ja. Komm rein. Mutter. Wasser. Führen Sie ihr zurück. Ja, da ist recht, Kollege. Alpha Prime. Überbrückung aktiviert. Stelle Originalcode für Poseidon unter Funktion wieder her. Sehr gut. Her mit dir, Poseidon. Der leuchtet auch blau. Das gefällt mir. Okay. Und jetzt zurück damit zu Gaia. Ja. Okay, das war ja überraschend einfach hier drin. Ah, Loot, 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 Loot. Dachte ich mir doch. Kann doch nicht hier ohne irgendwas. Na gut, war nur Schlüssel, aber was soll's. So, Datenpunkt auch noch gescannt. Nicht, dass er mich gerade sonderlich interessiert, aber besser haben als nicht haben. So. System Neustart eingeleitet. Durch das Wegnehmen von Poseidon wurde wohl das Energiesystem neu gestartet. Oh oh. Ist das jetzt gut? Ist das schlecht? Morland und seine Crew sind bestimmt wieder oben. Mit allen so schnell? Tragen können, wette ich. Las Vegas ist zurückgekehrt. Und da war auch Poseidon. Das ist cool. Leuchtet leider zu stark, aber ich hoffe, ihr erkennt es trotzdem. Das soll Poseidon sein. Und das ist so eine Las Vegas Statue von ihm. Nicht Statue, Lichthologramm. Zeug. Dingenskirchen. Ich finde Dingenskirchen eigentlich sehr treffend. Jo, hoch mit uns. Ach, ist das schön hier. Könnte man direkt das ganze Geld hier lassen. Hier ist irgendeine Nachricht. Ich habe irgendwas empfangen. Lohnt sich ein das Vorrat hier noch? Für die Jagd. Irgendwas zu durchsuchen? Nö, ich glaube nicht. Irgendwas hier drin? Ah, da war ich vielleicht schon. Hier mit den Hilfpilzen. Und? Boah, ganz nett hier. Bisschen runtergekommen, aber einmal durchwienern und das wird schon. Selbst die Rolltreppen sind noch da. Die sind echt robust, die Teile. So, einmal hochheilen, bevor was passiert. Und dann muss ich, glaube ich, einen Schacht wiederfinden. Ja, da oben scheint er zu sein.
Nein, mach's mir doch nicht so kompliziert, hier wieder rauszukommen. Ja, prinzipiell gebe ich dem Spiel ja recht. So. Ich hoffe, hier sind wir richtig. Ah, da oben geht's auch lang. Dankeschön, Aloy, dass du das diesmal nicht verkackt hast. Ich habe mich schon wieder unten am Boden liegen sehen. Ich bin aber auch ein alter Pessimist. So, da haben wir auch noch was zu scannen. Da haben wir was zu looten. Irgendwas, was mich sonst anfunkelt. Da hinten vielleicht noch. Auch nur zum Scannen. Naja, Hintergrundlore ganz, ganz wichtig, aber wir haben Wichtigeres zu tun. Ein Aufzug. Morland muss ihn vor der Überflutung gebaut haben. Geht vielleicht noch. Warum baut er einen Aufzug vor der Überflutung? Und wieso ist der nicht oben? Und wieso funktioniert der mit Hebeln? Ich habe keine Ahnung. Ich bin nur froh, dass ich keine Treppen laufen muss. Da sollte ich mich nicht beschweren. Wenn das Ding nicht abstürzt. So. Boah. Hui. Aloy. Aloy. Nein. Ah, scheiße. Ich hätte es wissen sollen, dass Abseilen ganz nach unten geht. Ich hätte es wissen können. Na egal. Warum nicht umständlich? Es geht ja so auch. Der Aufzug wäre mir aber tatsächlich sympathischer gewesen. Na komm, das erreichst du. Nur noch 23 Meter nach oben. Danach bin ich wieder völlig fertig mit den Nerven. Ah, hab's geschafft. So. Und noch einmal. Aber da kommen wir ja nach da oben. Na also, war doch gar nicht so viel schlimmer. Jetzt seilen wir uns aber nicht nochmal ab. Jungs, wo seid ihr? Abgehauen. Es hat die ganze Stadt zum Laufen. Ja, die ganze Stadt läuft jetzt. Ach, die Show, die mein Opa immer wollte. Noch einer. Woher wisst ihr, dass es eine Show ist? Und wieso habt ihr keine Angst? Ich verstehe die antike Welt dort nicht. Sein Traum war erfüllt. Und das Erbe seines Opas gesichert. Du bist selber ein Opa. Der Held blickte auf das Meer an Wüstenlichtern. Woher wisst ihr, was Licht ist? Gerührt. Als ich die Glimmer als Kind sah, hätte ich sie mir nie so vorgestellt. Ich höre noch andere Vielen Geräusche. Dank, Aloy. Jo, gerne. Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Ja. Hab ich. Hab's in meinem Arsch. Und jetzt muss ich weiter. Tschüss. Oh. Komm gerne wieder, wenn du kannst. Ich hab mit diesem Ort Großes vor. Ich dachte, du wolltest mit den Glimmern im Anrecht Shows veranstalten. Oh, nein. Das hier ist die Show. Kannst du dir das vorstellen? Dass Leute von überall herkommen, um sich das anzuschauen? Ja, das auf jeden Fall. Dazu noch Essen und schöne Unterkünfte. Vergiss die Huren und das Glücksspiel nicht, und sonst komme ich nicht. Verschiedene Unterhaltungsangebote. Vergiss nicht. Die Glücksspiele. Da stecken jede Menge Scherben drin. Ein neuer Traum, was? Ich hoffe, ihr macht ihn wahr. Lebt wohl, meine Herren. Ciao, ihr Casino-Haie. Dieses Stöbern wird in die Geschichte eingehen. Und das dank dir. Ja, schreib's mal nieder. Ciao, Kakao. Wenn Holland und seine Crew bleiben, sollte ich vielleicht später wieder vorbeischauen. Jetzt ja, muss vielleicht. Ich Poseidon zu Gaia zurückbringen. Können wir uns auch mal eine Hure in Vegas nehmen? Warum und nicht? Nachsehen, ob sie Hilfe mit dem verschlüsselten Signal braucht. Mit meiner neuen Tauchermaske kann ich so tief runter, wie ich will. Das ist echt praktisch. Die ich entdeckt habe. Was war da hin?
Kehre zur Basis zurück. Ja, da reise ich gleich schnell am besten. Einmal Schnellspeicherung. Gibt zwar Autosaves, aber was soll's. So, rein in die Basis. Quest deaktivieren, nein, danke. Reisen, ja, auf jeden Fall. Dann schauen wir mal, ob Gaia damit irgendwas anfangen kann. Und dass wir danach die nächste KI mal beschaffen. Das hat echt Spaß gemacht, Poseidon zu holen. Oh, der hat Klatsch und Tratsch für mich. Oder die. Hi. Ich sehe dich, Streiterin. Bitte. Ja, und ich sehe dich, Mitstreiterin. Schau wieder diese Reiter. Wenn du schnell Schutz suchst, die klingen definitiv nicht nach Rebellen. Alten Tunnel, den die Maschinen ihren meiden. Spuren folge, sich. Ja, Aloy, halt mal das Maul, dir wird gerade was erzählt. Ich verstehe kein Wort. Was auch immer die Zehn darin hatten, sie haben es weggesperrt. Okay, wir gehen unsere Zehen anschauen. Dankeschön. Trockensehnsucht. Uralter Tunnel, hä? Ja, jetzt haltet mal alle die Klappe. Hast du wenigstens neue Waffen für mich? Zeig mal hier. Frostbeutel, Kriegerbogen. Acht Frostschaden, das ist doch gar nichts. Schockbolzenschießer, das wäre mal was. Schockschaden macht man echt selten. Ja, das ist wieder so teuer. Ach, ich kauf's trotzdem. Kaufen und ausrüsten was dafür. Vielleicht das da. Oh, was soll's. Die Firma dankt nicht wirklich, aber zumindest haben wir mal was. So, wo ist denn hier die Eingangshalle? Ich dachte, ich komme direkt rein. Oh, bist du nur ein Stein? Oh, tatsächlich. Ja, das bringt mir nichts. Da ist auch ein Lagerfeuer drin. Wieso bin ich außen gespawnt? Hui. Ja, das sieht gut aus. Rein mit uns. Nein, nicht draufhauen, öffnen. Mach nicht die schöne Tür schon kaputt. Die Basis. Hi, bin zurück. Jemand zu Hause? Meinst du so? Oh. Ehrend! Du schwingst keinen Hammer, Ehrend. Versuch's mal etwas sanfter. Meine Wurstfinger sind nun mal nicht sehr sanft, okay? Zurück. Folge der Linie. Rechts. Das andere rechts. Aha. Nachhilfe in der Bedienung von Smartphones. Aloy hat im Norden gefunden. Hab ich dich. Das nennt man Concussion Beat Party oder so. Das nenne ich Musik. Interessant. Alan, es geht dir besser. Und du bist hier. Ja. Val meinte, du könntest Hilfe bei ein paar komplizierten Dingen gebrauchen. Na, auf jeden Fall. Wo geht ihr Leute eigentlich aufs Klo? Training vor uns. Man wird nicht an einem Tag zu einem Jäger. Sieht aus, als hättest du alles unter Kontrolle. Ich sollte das zu Gaia bringen. Gut. Ja. Wir trainieren weiter. Holen so schnell wie möglich auf. Tut das, ich tut das. Ich träume schon von Glyphen. Ja. Tja, ich träume von anderen während Dingen. Während du dich amüsiert hast, habe ich mit Gaia versucht, mehr über die Landgötter herauszufinden. Sehr gut. Einer arbeitet also, mal wenigstens was. Also, wie ich das sehe, brauchst du dringend etwas Übung. Beim Komm Geschlechtsverkehr? Okay. Glaubt, die ficken jetzt. Ja, und was mache ich jetzt? Das ist ein bisschen awkward jetzt. Die werden schon klarkommen. Auf zu Gaia. Ja, bist du ja, altes Haus. Freut mich, dass du wieder da bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich das jetzt überlebt habe. Fahre mit dem Verschmelzen fort. Anschließend muss ich etwas mit dir besprechen. Ja, sag bloß. Und reingemercht. Hoffentlich gibt es keine Merch-Konflikte. So. So, was wolltest du besprechen? Als du weg warst, empfing ich eine ungewöhnliche Nachricht auf meine Eluthia-Frequenz. Ah, die habe ich auch. Eine Unterfunktion, die bisher unsichtbar war. Ja. Die Übertragung war so langsam, dass ich sie anfangs für zufälligen Datenmüll vor dem Hintergrundrauschen hielt.
Okay, sind wir hier gerade in Deutschland mit der Netzqualität? Dauerte es, bis ich die Nachricht vollständig zuordnen konnte. Aha. Und was war die Nachricht? Aloy ist die Beste. Da erscheinen Buchstaben. Koordinaten. SOS, was heißt denn das? Wohin? SOS, noch nie gehört. Zu einem Berg im Nordwesten dieser Einrichtung. Sei jedoch gewarnt, Aloy. Möglicherweise ist diese Übertragung echt. Aber sie könnte auch von jemand oder etwas anderem stammen. Du meinst, das ist gar nicht Illusia? Bin mir nicht sicher. Was ist SOS? Gute Frage. Ein Code der alten Welt. Ein Notsignal. Ein verzweifelter Hilferuf. Ja. Ich werde es untersuchen. Bleib du mal schön hier. Die Übertragung kam. Ohne Hilfe? Ha! Niemals! Erend und Wahl sind per Fokus in diese Unterhaltung mit einbezogen. Sehr gut. Ich stimme zu, du solltest hier nicht allein vorgehen. Wenn's eine Falle ist? Klar könnte es eine sein. Aber wenn es Illuthea ist, dann hat sie Ärger. Und ich muss sie zurückholen. Keine Angst. Ich bin vorsichtig und... Wir begleiten dich. Ja, das klingt doch gut. Ich muss nicht alles allein machen, Aloy. Sachen. Wir warten am Westausgang, falls du noch Ausrüstung verbessern musst. Na, auf jeden Fall. Danke, Gaia. Boah, da nicken wir uns zu wie alte Bros. Hui. Ich bräuchte meinen guten Händler. Fertigkeitspunkte. Fertigkeitspunkte, und was haben wir hier? Ich konnte einen weiteren Raum im Hauptwohnbereich öffnen. Aha. Gut zu wissen. Ich schaue mir das mal an. Was kann ich denn mit weiteren Räumen machen? Und kann ich hier noch weitere Überbrückungen freischalten? Nein. Und auch hierfür brauche ich Flughorn, Primärnerv und hauptsächlich den Flughorn, Primärnerv. Den Rest habe ich. Ist da nichts in meinem Lager? Irgendein Primärnerv von irgendwas? Kann ich was verbessern? Waffen-Upgrades. Schockbolzenschießer. Achso, den habe ich ja gerade gekauft. Upgrade. Das kostet schon einen Grünglanzsplitter. Mensch. Ganz schön teuer hier alles. So, das kann ich nicht upgraden, sonst würde er nicht so aussehen. Die sind gar nicht ausgerüstet. Und du bist vollständig, du bist nicht vollständig. Ach, Stolperfalle. Ja gut, die könnte ich eigentlich ersetzen durch einen Scharfschützenbogen. Hier haben wir die Bolzen. Oh, gleich so viele. Na gut, dann einmal ins Inventar. Hammerstoß, Bolzenschießer, ja. Frostjägerbogen, macht 11. Frostschaden standardmäßig. Haben wir noch irgendwas hier parat? Was sind mein Schaf? Na, dann nehmen wir den. Ausrüsten, ja, anstatt vom Stolperfallen-Ding. Klingt gut. Haben wir hier drin Händler jetzt etwa freigeschalten? Was denn das? Außergewöhnliches Vorratslager. Nehme ich doch alles. Füllt sich das immer wieder auf? Haben wir nicht schlecht. Programme. Gaia, sagtest du nicht, die Daten hier seien verloren? Ich konnte aber die Vorrichtung so umfunktionieren, dass sie Daten speichert, die du auf Reisen gesammelt hast. Sehr gut. Was auch immer das bringen mag. Als Andenken bestimmt nett. So, du willst auch was von mir? Offenbar kann ich die Tür jetzt öffnen. Welche Tür? Welche Tür? Die, durch die wir gerade durch sind. Kann ich hier auch was bauen? Erend hat sich hier wohl eingerichtet. Ja, möglich. Da ist es. Gaia, was war das für ein Raum? Ein Alter. Das ist als Freizeitraum für das Schaltstellenpersonal gedacht. Leider wurden die Unterhaltungsmodule mit der Apollo-Datenbank gelöscht. Ja, passiert den besten Modulen. Schade. Hier gibt's Daten. Ein weiterer Raum. Wofür? Für Daten. Und für Loot. Nein, lass mich ran. Aloy, streck dich mal oder mach dich dünn. Ach, das wird wohl noch nix.
Das nehme ich mit. Ich bin wieder in den Schlafquartieren. Das wundert mich nicht. Wir sind einmal im Kreis gelaufen. So, die Tür geht noch nicht. Wieso ist die Tür nicht mit Energie versorgt? Meine aktuelle Betriebsstufe erlaubt mir nur, die Funktionalität von Teilen der Anlage wiederherzustellen. Ja, das macht natürlich Sinn. Mit der Zeit kann sich das ändern. Okay. So, haben wir irgendwas Flughorn-mäßiges? Ich bräuchte eine Suchfunktion. Explosiver Schlamm. Kristallgeflecht. Faserwurz. Schön. Na gut, nix für uns hier. Das ist das Wegerecht, das Verschaf mir bei der Gesandtschaft gab. Ja, sollte man das nicht mitführen? Er war sicher ein guter Mann. Ja, jetzt ist er ein ziemlich toter Mann. Ich habe mich wirklich auf sein Zuhause gefreut. Boah, hoffentlich ist er jetzt im Paradies. Hier scheint jemand umgeräumt zu haben. Vielleicht? Was ist mit Aloy? Erend und Val warten am Westausgang auf mich. Ja, chill mal. Was ist da unten? Überwachungsdrohnenansicht. Da habe ich doch extra eine abgeschossen. Beziehungsweise bin draufgesprungen. Oh, hier unten war ich schon mal. Hier bin ich in die Anlage gekommen. Aha. Und über... Achso, das ist über uns. Gaia, das hier unten scheint alles mit der Kuppel verbunden zu sein. Wozu ist das? Diese Anlage wurde gebaut, um enorme Datenmengen des Terraforming-Systems zu verarbeiten. Wofür braucht ihr denn so viel Daten? Vielleicht hier? Tür öffnen. Nochmal öffnen. Ach, da bist du ja wieder, Gaia. Willkommen zurück. Dankeschön. Guck mal, ich hab hier noch... pass auf, Aloy. So, Überwachungsmodul anschließen. Na also, mehr Daten für die Kuppel. Ja. Muss ich hier noch was machen? Passiert hier was? Hallo? Gefällt mir gut. Hintergründe für die Kuppel. Ja, nicht schlecht. Aloy. Ja, was willst du? Ich bin von dir, Val und Erend in unser Gespräch einzubringen. Es freut mich, dass du ihre Hilfe akzeptiert hast. Raffiniert ist ein Wort dafür. Möchtest du noch etwas besprechen, bevor du aufbrichst? Eigentlich nicht. Unser Fortschritt, Zeit zu gehen, vielleicht unser Fortschritt doch. Wie viel Zeit bleibt uns? Wie lange bleibt uns dann? Im Augenblick, ohne neue Faktoren, wird die Biosphäre in ungefähr 4 Monaten unweigerlich verloren sein. Ui, das ist knapper Zeithorizont. Und wenn ich Äther, Demeter, Poseidon mit dir verschmelze? Wir würden nur ein paar Monate gewinnen. Oh. Naja, jedes bisschen zählt. Macht es Sinn? Wenn Gaia neu ist, was soll's? Zurück. Zeit zu gehen. Los. Wir sehen uns. Bis später, Silje. Na gut. Dann schauen wir mal, wo wir hingehen können. Und vor allem, was so zu sagen hat. Jo, hoffentlich ist es meine Zeit wert. Und einen doppelten Drink, bitte. Hi. Alles klar? Deine Trainingspartnerin. Na, natürlich. Ja, kann man am besten gemeinsam. Ja. Warst du mal wieder in Reinklang? Wann macht ihr's, Baby? Ich hab daran gedacht. Aber ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Dass du noch lebst? Dem Chor bin ich bereits ein Dorn im Auge. Wüssten sie, was wir mit Fa, selbst wenn sie es verstünden, könnten sie nur wenig begreifen von all dem. Und du kannst es begreifen? Ich muss den Stamm vorerst zurücklassen. Na gut. Viel Spaß damit. Verabschieden. Ich sollte wohl aufbrechen. Na, auf jeden Stimmt Fall. Stimmt es, dass du ein Signal von einem der Gaia-Sprosse untersuchst? Eventuell. Vielleicht. Wir wissen's erst, wenn wir nachschauen. Seid vorsichtig. Werden wir. Und du kommst nicht mit, du scheinst mir eine gute Kriegerin zu sein. So, haben wir hier drin auch ein Lagerfeuer, wovon ich schnell reisen kann? Wahrscheinlich nicht. Hier haben wir Stufen. Hier haben wir einen verlassen, da haben wir einen verlassen. In jeder Richtung ist man verlassen. Hi. Geh mal.
Da ist sie ja. Natürlich bin ich hier. Kann es dann losgehen? Auf jeden Fall, raus mit euch. Gehen wir. Schau uns an. Drei knallharte Veteranen brechen ins Unbekannte auf. Das wird der Hammer. Was tauscht ihr da für Blicke aus? Und Aloy ist ein bisschen unzufrieden, dass sie jetzt auf andere Rücksicht nehmen muss. Ich bleib dabei, die halten mich nur auf. Seien sie, geben mir gute Waffen. Nicht abstürzen. Mehr Tipps kann ich euch nicht geben. Klar, dass der Notruf von einem echt steilen Berg kommt. Lila Blaster. Ich glaube, die Star Wars-Leute sind hier. Ich sollte was Wärmeres anziehen. Meine Nippel werden ganz hart. Ich will den Blaster. Abschaum. Die ist ja relativ gut. Ich will auch so eine Rüstung. Oh, eine Balliste. Zum Henker. Oh, sie ist tot. Es geschieht dir recht, ich will die Waffe. Oh, alle tot. Passt doch. Weiß ich nicht. Es gab keine Überlebenden, außer uns. Aloy, ich will looten. Weh, du lässt mich nicht. Val, sieh nach, ob da drüben etwas ist. Bin dran. Was soll denn da drüben sein? Ich mag mein Outfit. Erstmal zu dieser Sehne. Endlich mal bauchfrei tragen. Die Gesellschaft hätte was dagegen, wenn ich das mache. Nun, es gibt offenbar noch mehr Sehnen, als wir dachten. Ja, du ganz, ganz far viele. Hättest fast nicht überlebt. Wir haben doch keinen besiegt. Wir haben nur ein, wir sind abgehauen. Hi, wo ist dein Blaster? Wieso hast du kein Blut an dir? Konnten die Rebellen ihren Schild ausschalten. Aber warum war sie hier? Ich kann bestimmt wegen dem Signal. Zugreifen, aber ich werde auch das Schlachtfeld scannen. Was war mit dieser irren Waffe der Zenith? Offenbar konnte sie sie kommen und gehen lassen. Aber jetzt ist sie weg. Scheiße. Gut, dann mach dein Ding. Ich warte hier. Ein Phantomarsch. Mit einem Pfeil hinten drin. Dieses Phantom hatte Anweisungen, beim Sichern des Ziels zu helfen. Was dieses Ziel wohl ist? Naja, die KI, hätte ich mal gesagt. Jo, und der hat es auch nicht geschafft. Kann man das noch absprengen? Nein. Zumindest nicht ohne weiteres. Da haben wir die SOS-Koordinaten. Muss ich noch was machen? Da ist Ehrend. Ja. Verbena. Wo ist denn Val hin? Val. Da oben ist auch noch was. Eine verkohlte Waffe. Das war wohl die Balliste mit der Schockmunition. Hier ist eine Leiche. Mal wieder. Ein Osserer mit einem Fokus. Offenbar hat er Daten über die Waffe an jemanden gesendet. Juju. Bestimmt wieder ein Silence. Ist das ein Gauss-Gewehr? Oh, die Waffe ist noch heiß. Ja, sie ich brennt ja auch noch. Wie sie funktionierte. Dann scannen sie mal. Ja, dann bedeck sie doch mit Schnee. Wie lange muss ich die denn abkühlen lassen? Da ist zumindest noch was zum Scannen. Schlafplatz. Habt ihr noch ein bisschen Ausrüstung für mich? Hier hatten die Rebellen wohl länger ein Lager. Ist doch kalt hier nur mit Schlafsack. Okay. Ich glaube, ich weiß, was hier passiert ist. Wir haben es ja gesehen. Kann ich die Waffe nicht untersuchen? Wahrscheinlich erst später. Schön geleiten. Ja.
Ich mag die Spuren, die ich im Schnee hinterlasse. Hi, Erend. Also, Seherin des Verborgenen, was hast du rausgefunden? Das war ein geplanter Angriff. Ich fand ein Lager, da oben. Die Rebellen hatten den Ort hier mindestens ein paar Tage lang beobachtet. Mhm. Sie warteten darauf, dass die Zenith auftaucht. Nur um die Waffe zu testen. Die Zeniths haben einen Schild, der sie unverwundbar macht, aber die Waffe hat ihn ausgeschaltet. Der Osaram, der sie bediente, hat Daten darüber weitergeleitet. Das Ding war wohl nur ein Prototyp. Ja, er hat hier ganz gut funktioniert. Erst ein paar Versuche, bevor es richtig losgehen kann. Mhm. Es war wohl noch nicht serienreif, weil es explodiert ist. Sie suchte etwas, das sie verloren hatte. Ihre Jungfräulichkeit. Ihre Drohne hatte den Befehl, das Ziel zu finden. Vielleicht wollte sie sich selbst finden. Ist das die Unterfunktion, die wir hier suchen? Luthier? Ich weiß nicht. Dann komm, gehen wir zur Wahl. Ich dachte, ich muss die Waffe scannen. Ich habe ich Wahl so weit weggeschickt. Ist ja unfreundlich von mir. Loot-Container. Sogar episch. Ja, mit dem ganzen Zeug. Die werde ich bestimmt bald brauchen. Ja, ja. Generell können wir alles an Loot gebrauchen. Ein Lagerfeuer wäre hier nett. Da ist ja eins. Oder muss ich dafür runter? Das sieht so aus, als ob ich dafür runter muss. Na gut. Dann erstmal zu Wahl. Da steht er ja. Hi. Da ist bestimmt ein Riesenwurm. Als nächster Roboter. Ja. Schönes Loch. Da geht's tief runter. Irgendwas hat sich in den Berg gegraben. Sieht frisch aus. Was auch immer das war, es war sehr mächtig. Ach, glaubt ihr? Die Zenith, die Rebellen töteten, hatte ein gewisses Ziel gesucht. Hab davon gehört. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich schätze, es ist da unten. Wieder Echo. Unter. Erend, du bleibst hier und passt auf. Die Zenith ist nicht die einzige ihrer Art. Ich will nicht überrascht werden, wenn die anderen auftauchen. Was soll Erend hier draußen machen? Dir etwas auffällt. Okay, wenn Ärger auftaucht, melde ich mich. Los geht's. Echt, den lassen wir einfach hier draußen? Na gut. Ich bin keine gute Freundin. Hier und wusste ich schon ist davor. Eine Ruine der alten Welt. Nein, sag bloß. Die Zenith hätten ihr eigenes Backup von Gaia? Ja. Ja. Aus dem Testlabor. Vielleicht waren sie hinter Eluthia her. Sie fanden ihr Versteck und sie sendete das Notsignal. Wer weiß, wer weiß. Jo, Wahl, ich hoffe, du kannst klettern. Hui. Bin ich wieder falsch abgebogen? Man hat den Eindruck. Wahl, du hattest ja so recht. Hier geht's lang. Ach, mein Orientierungssinn. Aber hier hinten noch was? Ganz okayer Loot, würde ich mal sagen. Na, ein Armband der Alten mal wieder. Das ist richtig viel wert. Sieht wie eine Art Rechenzentrum aus. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Oh, dann viel Spaß dabei. Da ist eine Fasine irgendwas Schwertwaffe. Ich würde tatsächlich aber sagen, das reicht schon für die Episode. Wie es hier weitergeht, sehen wir morgen. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.